So, wenn keiner will, mache ich auch noch mal einen kleinen. Und zwar, das habe ich jetzt neulich gehört und das fand ich sehr schön. Wir wissen ja alle, wenn wir am Straßenverkehr teilnehmen wollen, so mit Autos, da brauchen wir einen Führerschein, sonst geht gar nichts. Also wenn wir bei irgendwelchen Leuten irgendwie die Toiletten reparieren wollen, dann müssen wir irgendwie Klempner gelernt haben. Wenn wir Leuten die Steuer machen wollen, dann müssen wir irgendwie Steuerberater oder Helfer oder sowas sein. Also für alles brauchen wir eigentlich immer irgendwie so eine Art Führerschein. Das gilt allerdings nicht für die Politiker. Also wenn ich Bundeskanzler sein will, muss ich gar nichts machen. Ich kann irgendwie ein abgebrochener Hauptschulabschluss, reicht auch aus. Und das finde ich ja ganz schön komisch. Und man sieht es auch immer wieder, dass die Politiker sich die Posten immer so hin und her schanzen. Und dann bist du Wirtschaftsminister, nächstes Jahr bist du dann Außenminister. Und ich habe auch mal so einen Lehrberuf gemacht, da habe ich irgendwie 3 Jahre gelernt, damit ich irgendwas machen konnte. Ich hätte vielleicht Politiker machen sollen, da hätte ich gar nichts lernen müssen und kann dann Außenminister sein. Finde ich komisch. Ganz kurz, also Politiker sein, ne? Die Kunst eines Politikers besteht darin, mit vielen Worten nichts auszudrücken, aber dass es so klingt, als hätte er was Kluges gesagt. Und wenn da Fremdworte drin sind, na wunderbar, dann sind die alle vielleicht zu dämlich, das zu begreifen, nicht? Aber wir sind die Guten, nicht? So eine Formulierung ist ungefähr, also der Vorschlag der Opposition, ich sage es mal so abstrakt, wir denken unter der Voraussetzung, dass die Gegebenheiten, die da beschrieben sind, richtig sind, würden wir annehmen, glauben zu dürfen und bla bla bla. Das machen Politiker oft. Und da habe ich auch keine Lust drauf. Ich möchte vernünftige Ideen haben, ich möchte vernünftige Beiträge haben und ich möchte ein vernünftiges Handeln haben. Und tun, ne? Tun ist der einzige Beweis fürs Können. Moin. Moin. Ja, ich war vorhin wieder dran, aber da wird der Zeit knapp gegeben, aber darüber möchte ich nicht weiter sprechen. Ja. Ist mir vorhin wieder in den Kopf klar gegangen, dass ein Bericht stand, dass wieder ein Mann mit einer Kippa, also 2 Männer hatten Kippa auf und die wurden zusammengeschlagen mit einem Gürtel. Und die waren einen jüdischen Glauben. Und stelle ich mich die Frage, ist doch nur eine Religion. Warum muss man da, was hat man eigentlich gegen die, was hat man eigentlich gegen die Juden? Die haben doch nichts Schlimmes getan. Also ich bin Moslem, mich interessiert nicht die Religion, ich bin Moslem und ich bleib auch Moslem. Und wenn niemand dagegen hat, dann ist es einfach nur asozial, denn jeder hat seine Religion. Und wenn jemand dagegen hat, frage ich mich, egal. Egal, ich lass ihn reden. Aber dann darüber reinzuprügeln, dass er eine andere Religion hat, echt asozial. Wirklich asozial. Habe ich noch was? Nein. Ja,
Es wirkt natürlich viel beeindruckender, wenn das Mikrofon mal eine Weile leer stehen bleibt. Da sieht man, wie sinnlos eigentlich diese Versammlung hier ist. Aber ich komme jetzt trotzdem nochmal und lasse nochmal einen Kommentar ab. Seht ihr das? Die meisten Menschen hier bei uns, die sind das gewohnt, wenn irgendwo eine Bühne ist, dass sie sich bespielen lassen. Die kommen niemals darauf, auf die Idee, dass sie selber auf der Bühne spielen können. Die stellen sich alle immer davor und warten dann, dass irgendwas passiert. Finde ich ein bisschen schade. Ihr könnt auch selber auf die Bühne rauf und was machen. Keine erlernte Hilflosigkeit, das ist so ein Konzept aus der Psychologie, könnt ihr mal googeln, was erlernte Hilflosigkeit ist. Probiert das mal loszuwerden, da kommt ihr weiter. Meine Empfehlung, das Leben ist viel schöner ohne erlernte Hilflosigkeit.